der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seine Trunken braucht, gießt ihn mit großen Stürmen. Ausgebohrte Hölle mit Schlangenaugen. Wie nett die alle sind zu uns. Unfassbar. Er feiert und singt, Kaiser M. wird singen, dann fällt er ins Bett und stößt ganz doll. Was sagst du da? Wer hat dir das beigebracht? Wer hat dir das beigebracht? Hör mir gut zu. Ich bin manchmal auch nicht sicher gewesen. Nie wieder. Leute, mal. Bringst du ein Geld hier mit mir? Ich heiße jetzt Derva. Oh, das sind sehr viele Stimmen auf einmal. Meine Großmutter hat mir vom Schmiede geholfen. Heil, Herr Seher. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer. Ein Kaufmann. Soll ich das was erschöpfen oder nicht? Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Ach ja, er. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht, meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Ja, na klar, dann gucken Lass wir mich einen Blick auf deine Waren werfen. Hast du Quintkarten? Oh, er hat Quintkarten. Aber wir haben die Karte bereits. Wir haben auch nicht mehr so viel Geld. Oh, mit diesen Runensteinen bin ich immer nicht ganz klar gekommen. Wir haben irgendwie nichts, das wir verkaufen können, ne? Ja, kann das hier verkaufen, aber ansonsten... Also wirklich verkaufen können wir nicht so viel. Und kaufen können wir jetzt auch nicht so viel. Ein Reparaturset wäre schon ganz gut. Das wäre auch gut, aber kein Geld. Pass auf dich auf. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Das hat mir jemand zerschnitten, als mich kleine neugierige Kinder gefragt haben, was mit meinem Gesicht passiert ist. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Ein Medete Stuart ist in Novigrad. Das sieht schon auf jeden Fall besser aus. Also man sieht schon die Veränderungen. Ich finde jetzt nicht so krass, wie ich es gedacht hätte. Aber es fällt schon auf jeden Fall. Aber gut, wird jetzt auch nicht das Spiel verändern, ne? Raytracing dafür nutzen. Keine Ahnung, von was du redest. Was ist das? Also quasi so ein Vergleich oder was? Ach, cool. Wir suchen später nach Bastian, wenn es sicher ist. Eine realere Berechnung von Licht. Okay. Auf zu winseln, Husar. Wir suchen später nach Bastian. Oh, kann ich den Hund mitnehmen? Den Hund gerne. Der ist super. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist.
Ich das nehme lieber dein Video. Ja, da habt ihr mich wieder auf dem Fuß erwischt, ne? Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden. Dann bezahle ich dich. Das ist eine gute Idee. Bevor ich das mache, muss ich noch mal ganz kurz in die Küche. I'm sorry. Gib mir 2-3 Minuten, dann bin ich wieder da. Oh.
So. I'm sorry. Aber so ein guter Eintopf braucht ein paar Stunden, deswegen... Fertig. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Okay, machen wir. Man hätte ja auch mitreiten können, ne? Rein theoretisch, aber... Ich hätte gern den Hund. Hat er nur seine Unterhosen an? Mit ihm, warum hat er nur Unterhosen an? Los, los! Schneller. Ah, lauf mal ein bisschen schneller hier. Auf hinne. So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Langsam, langsam. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Hm? Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Ziele werden dir manchmal als Gebiet angezeigt. Neue Position. Kante. Oh, hier können wir eine Menge aufnehmen zum Verkaufen. Ah. Suche nach auffälligen Objekten. Okay. So, erstmal um die Kuhle. Wir haben... Was jetzt, du Stück Dreck? Nein! Oh Gott, wir sind beim ersten Kampf gestorben. Sekunde, ich muss einmal ganz kurz an die Tür. Das ist ja traurig. Kann man denn im ersten Kampf sterben? Das ist doch wohl nicht wahr, ey.
Hallo Terror Devil und hallo Era. Geht schon gut los. Geht schon richtig gut los. Wir tun einfach so, als wäre das nie passiert, okay? Einfach nicht passiert. Mutschied. Bist du hässlich? Oh. Oh, nämlich. War da noch einer, oder? Der ist da ganz hinten. Nicht ein zweites Schwert dann eigentlich mit einsetzen. Oh oh. Wie ein Profi. Er hätte es gedacht. Ist er das? Nein, der Nachbarssohn. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ja, immer noch nichts. Ist er das? Nein, der Nachbarssohn. Aber das Schild doch, oder nicht? Hm? Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ja, immer noch nichts. Vielleicht. Uff, die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt das im Feuer. Er hat ihn. Husa hat seine Fährte. Komm! Aha. Dann auf dem Hund hinterher. Aber schon nicht mehr auf dem Feld hier. Aber das ist doch nicht alles. Mein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben, der Idiot? Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Lysia. Nein, der Schwarze bleibt hier. Nicht Lysia. Es ist zu gefährlich. Wir bleiben dabei. Dein Bruder hat recht, Bastian. Nilfgaarder kennen keine Gnade. Sie leben nach ihrem Gesetz, das höllisch grausam ist gegenüber jedem, der Fahnenflüchtige versteckt oder ihnen hilft. Rosin, ich bring dir Essen.
und einen Kräuterkundigen. Du wirst sehen, in 1-2 Wochen... Geht einfach. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Du Monster. Und die Götter mögen dich schützen. Ja, so ist das. Harte Zeiten. Wie viel kann so sehen, eh nichts anfangen? Damit auch nicht. Wir nehmen ihm noch das Fell, damit er auch friert nachts. Geralt ist halt einfach nicht der netteste Mensch auf dieser Erde. So werden wir ihn auch spielen. Ihr werdet damit klarkommen müssen. Also haben die Leute alle recht, dich da beleidigen. Wundert sich da nicht mehr drüber. Gar nichts haben die. Haben alle keine Ahnung. Aber meine Mutter war keine Ziege, möchte ich festhalten. Also, deine Mutter. So. Die nächste Quest, die wir haben. Sammle sie alle. Achso, das ist die Quint-Sammlung. Okay, das. Das ja sowieso. Außer unsere Gesundheitsleiste, würde ich sagen. Ah, diese Blumen da die ganze Zeit, ne? Oh oh. Reißt ihm die Eier ab! Warte mal, kann ich mal ganz kurz. Sohn einer Ziege! Ich hab gesagt, ich bin eine Ziege! Und doch zurück! Wie lange soll ich noch warten? Zauberer! Scheiße! Ja, scheiße. Kurz habe ich gedacht, oh Gott, es könnte wieder nach hinten losgehen. Aber wollen wir den da hinten auch noch looten, oder? Ah, Hühnerbrötchen. So, was ist denn jetzt hier eigentlich? Warte mal. Inventar? Hier. Okay, ich habe ein Silberschwert und eine Stahlwaffe. Kann ich eigentlich theoretisch beides ziehen? Oder nicht? Oder doch? Stahlwaffe 22 bis 26 Schaden. Okay, die ist schon mal besser. Achso, hat keiner eine freie Fassung. Muss das nur kurz wieder. Wir könnten auch den Dolch nehmen. Der hat noch mehr Schaden. Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich jetzt gemacht? Oh no. Bin ich hier irgendwo runtergefallen? Kann ja nicht wahr sein.
mein Gott. Okay. Natürlich alles geplant, damit wir das hier finden. Wow. Das sind aber sehr viele Tiere auf einmal. Aber sehr viel. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, ehrlich gesagt. Kommt mir nicht so vor. Letzte, komm mal runter hier. Ja, ich glaube auch, dass die immer wieder spawnen. Sieht nicht ganz so natürlich aus. Lauf, Plätze! Na gut. Das sind wirklich sehr viele. Das ist mir eben schon mal aufgefallen bei irgendeiner Szene. Schlimm. Hab mich ein bisschen gewundert, wenn ich selber meine. Ja, gemein. So, dann suchen wir mal den Brandstifter. Also, den Sonnenuntergang, den haben sie tatsächlich sehr, sehr bearbeitet. Kaust du sie oder schluckst du die ganz runter? Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer... Das fällt schon auf. Ich glaube, der war nicht so krass vorher. Er feiert und singt, Kaiser M hier trinkt. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Was sagst du da? Chatty. Hör mir gut zu. Eins, zwei, drei. Die alte Hex kommt vorbei. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraut. Gießt ihn mit großen Schlucken runter, wird der nicht wieder munter. So, dann nehmen wir einmal Art. Ja, Art bringt uns nichts.